So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Far Cry 5. In der letzten Folge sind wir hier in das Haus in, durch die Luke im Keller. Wir sind immer noch auf der Flucht vor den Peggys. Ich habe einen Ast. Habe ich jetzt ein Rohr und ein Ast? Ne, ich habe nur einen Ast und das wohl. Wo geht's hier hin? Gibt es wieder ein Rohr? Das schaut schon ziemlich geil aus. Das sind Feinde. Hinter uns sehe ich zum Glück keinen. Mal schauen, ob ich die vielleicht überwältigen kann. Hallo? Ja? Hallo? Geh erstmal hoch. Hallo? Vielleicht gibt es da irgendwas für mich. Ja, ich lebe noch. Wir müssen uns mit Marshall treffen. Aber die Richtung ist schon mal richtig. Müssen wir die überwältigen? Das ist richtig. Es ist aber auch gefährlich, wenn man was sieht. Oh, das schaut so geil aus mit den Schatten vom Feuer. Moin. So schnell kann man die überwältigen können, die Waffe. Puh. Schnell weg. Nicht, dass da noch mehr komme. Das war knapp. Gott. Schaut aus wie ein Camp, hoffentlich sind da nicht so viele. Da gibt's irgendwas. Ah gut, das ist die Hütte. Gewehrmunition, aber kein Gewehr. Da komme ich hoffentlich jetzt. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte es erwischt. Komm schon. Komm schon. Nicht, den Rookie hat es nicht erwischt. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Ja, alles klar. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Ja. Hier. Dankeschön. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. Sind
Halte ich für ein Gerücht. Ja. Ich hab die Schlüssel, gib mir Deckung. Ja, hau doch nicht ab! Eieiei. Hau da ab. Bist du okay? Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Und wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Festhalten! Hinter uns! Fuck! Halt uns vom Hals! Schöne Scheiße. Ich komme da nicht rum. Festhalten! Wir müssen von der Straße runter! Ja, bin schon dabei. Rookie, hinten im Truck ist eine Kiste Dynamit. Benutze es. Schnell, schalt sie aus. Ja, genau so. Jag sie hoch, Rookie. Schick sie zur Hölle. Ist das ein scheiß Flugzeug? Sag mir nicht, die haben Luftunterstützung. Oh nein, 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 nein! Rookie! Hey, im Himmel, da kommt was!
es geschafft. Verdammt. Wir müssen schnell weg. Ist auf jeden Fall keiner von denen. Sonst würde er nicht sein, leider nicht. Vielleicht droppt ihn keinen Freund. Wir werden es gleich erfahren. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt. Und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Sorry. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Das tust du nicht. Scheiße. Aus der Uniform, die verbrennen wir. Okay. Es sind frische Klamotten da. Na dann. Zum Glück lässt du mich vorher ausziehen. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. So, rede mit Dutch. Ich hätte fast vermutet, dass die Charaktergestaltung umfangreicher ist. Ich denke mal, das Reden dauert ein bisschen länger. Und da wir jetzt bei 15 Minuten sind, würde ich hier auch wieder die Folge beenden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich bei so Cutscenes wie eben als der Dutch, wie wir jetzt wissen, mit uns geredet hat, ob ich mich da ausblenden soll oder ob ich da bleiben soll. Nur damit ich mal weiß, was ihr besser findet. Und dann werde ich das auch in den nächsten Folgen so machen. Ich werde jetzt noch ein, zwei Folgen aufnehmen, also wird es erst in ein paar Folgen dann umgesetzt, aber könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, schaut bei den anderen Projekten rein und haut rein. Ciao!